Er ist wieder zurück, Armin Fee. 3 Jahre lang war er schon als Trainer bei der Eintracht. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Stuttgart hat er die vergangenen Monate genutzt, um neue Kraft zu tanken. Das Jahr Pause im Endeffekt ermöglicht mir wieder, dass ich wieder anfange. Ja, sonst, wenn du jahrelang, wenn ich jetzt ein 4. Jahr hier gewesen wäre, könnte es ja sein, dass ich dann eben mal eine Auszeit brauche. Jetzt bin ich frisch, das ist der große Unterschied. Mit an Bord hat Fee dabei den gerade erst verpflichteten Neuzugang Luc Castaños. Der Holländer ist Mittelstürmer und soll in der kommenden Saison den noch verletzten Top-Torjäger Alex Meyer unterstützen. Bei einem anderen herrscht aber weiterhin Unklarheit. Offen ist immer noch, ob Kapitän Kevin Trapp nach Paris wechselt oder doch bei der Eintracht bleibt. Es wird sich jetzt nicht bis zum St. Nimmerleins-Tag hinausziehen, weil das ist zu wichtig, die Position, dass man... Man muss da eine klare Entscheidung treffen und die wird jetzt sicher innerhalb einer Woche wird die getroffen werden. Bei 3 weiteren Personalien scheint es für Fee aber nun Klarheit zu geben. Madlung, Katlec und auch Zambrano werden wohl auch in der kommenden Saison bei der Eintracht spielen. Zwar soll noch weiter aufgerüstet werden, der Fokus liegt nun aber erstmal auf der Vorbereitung. Das ist schon intensiv, weil wir schon eine gewisse Grundvoraussetzung brauchen, um die Saison, um durch die Vorrunde dann zu kommen. Aber es ist alles im Rahmen. Also da haben wir früher anders trainiert. Also muss man sagen, wir haben zwar sinnloser trainiert, aber es war teilweise härter. Zur Stunde trainieren die Profis nicht mehr in der Halle, sondern erstmals wieder auf dem Trainingsplatz an der Commerzbank Arena. Vor der Eintracht liegen jetzt zwar keine sinnlosen, aber durchaus intensive Wochen der Vorbereitung.